So, wir haben beim ersten Teil schon festgestellt, dass es sich bei Weser quasi um eine High Security but Low Safety Forschungseinrichtung handelt. Und jetzt wollen wir mal nach unserem kleinen Missgeschick oder nach dem fehlgeplanten, fehlgelaufenen Experiment uns weiter an die Oberfläche kämpfen. Wie ihr seht, gibt es hier bereits neue Safe Games. Ich habe nämlich gerade schon versucht, 10 Minuten aufzunehmen, war aber so schlau, dass ich den Game Sound weiter über die Boxen ablaufen lassen, womit die Mikroaufnahme doch unverwertbar ist. Da das Mikrofon natürlich die ganze Zeit auch den Game Sound mit aufgenommen hat. Also mache ich das Ganze nochmal. Jetzt ist der Sound gerade relativ laut. Ich stelle ich nochmal eben ein bisschen leiser, während wir Fahrstuhl fahren. So. Da wurde ein werter Kollege verspeist. Dort wurde ein weiterer Kollege verspeist. Ein schöner Tag. Sofern man seine Kollegen nicht mag. Genau, da sollte man nicht lang. Da ist das gefährlich. Wir müssen erstmal den Strom ausschalten. Immer noch hungrig. Ja, uns futterst du nicht. Und du auch nicht. Und der Strom ist aus. Who is responsible for this mess? Doch wenn ich das wüsste, wenn ich den in die Finger kriege. I certainly hope you know what you're doing. I'll stay here. Ja, ich habe in den letzten 10 Minuten schon gelernt, dass ich den nicht mitnehmen kann. Ich kriege die Tür da hinten nämlich nie auf. Na, erstmal hole ich mir noch Munition. Zerdrehte kleine Käfer. Denn nur ein zertretener Käfer ist ein guter Käfer. So, jetzt geht's hier weiter. Hier muss ich durch die Scheibe, weil die Tür, wie schon gesagt, verschlossen ist. Deswegen kann ich den Wissenschaftler da hinten auch nicht mitnehmen. Das hätte ich gerne getan. Aber das funktioniert leider nicht. Den haben wir gerade auch schon mal getötet. Kann man die Tür aufmachen? Wahrscheinlich nicht. Nee, ist auch nichts drin, scheinbar. Ah, doch, doch, da ist Munition drin. Ah, wie kommt man denn da dran? Kann man da dran kommen? Ah, wir könnten es mal versuchen. Nee, schade. Na gut, dann gehen wir erstmal hier weiter. Oh, die Waffen nachladen. Guten Tag, du hast Besuch. Ich helfe dir mal kurz. Die Tür hat die Zombie zerquetscht. Ach schön, ist mir vorher noch nicht aufgefallen. So, Munition sammeln, Health. Dann gibt es hier unten noch wieder mehr Health in den Kisten. Energie. Und hier ist noch ein Health-Kit drin. Sehr schön. Jetzt hier weiter. Ups.
Eine Energie verloren. Wasser ist unser Strom und um meine Theorie nochmal zu bestätigen, man kann den Strom auch wieder abstellen. Ah ja, die vergesse ich schon wieder. Die habe ich letztes Mal gerade auch vergessen. Aber nur gut. Da ist noch ein weiteres gestorben. Jetzt habe ich die Leichen auch davor liegen, wie Phil, wie Stranger. Sehr schön. Kann ich echt kaputt machen? Oh ja. So geht's natürlich auch. Da geht's gar nicht lang, also müssen wir hoch. Den kannte ich auch schon. So. Jetzt kann man hier leicht. Es war leider zu langsam, um den Kollegen zu retten. Jetzt hatte ich gehofft, die Tür geht jetzt nämlich auf, dass man da hinten den Kollegen holen kann, aber da die eine Tür versperrt ist und man durchs Fenster muss, folgt er einem nicht. Würde mich interessieren, ob man die Wissenschaftler retten kann, beziehungsweise ob es da irgendwie eine Belohnung oder was für gibt. Aber das habe ich leider nicht herausfinden können bislang. So. Jetzt kommt hier gleich einer runter. Den kenne ich auch noch. Von meinen letzten 10 Minuten. Mit der versauten Audioaufnahme. I suspected this could happen, but the administrator just would not listen. Ja, wenn überall irgendwelche Rechner explodieren, ist das natürlich riskant, die Experimente weiter fortzuführen, oder? Ah, ich helfe euch. Oh nein. So. Kannte ich natürlich auch schon. Nicht zuletzt von Phils Video. Aber bis hier bin ich die letzten 10 Minuten auch gekommen. Diesmal bis in 8,5 geschafft. Ich bin auch gerade einmal festgesteckt. Und konnte mich nicht mehr bewegen. Von daher habe ich in den letzten 10 Minuten auch schon einen Teil doppelt spielen müssen. So. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Ich fragte nach etwas Schönen. 4 Schuss brauchen die nur. Okay. So. Was wolltest du mir hier zeigen? The world finds out what we were doing down here. Ja, die Chancen stehen natürlich gut, wenn überall irgendwelche Außerirdischen auftauchen. Kommst du jetzt mit? Lead the way. Komm, mal gucken, wie weit du mir folgen kannst. So. Ja, sehr schön. Die schöne Half-Life 1 KI, die einem hinterherläuft, die ist ja in Counter-Strike schon immer sehr... sehr schön gewesen. I got another one. Ja,
Okay, da eignet sich wohl die Crowbar etwas effektiver zu. You smell something burning? I'm bet on it. I just overheard a secure access transmission. Soldiers have arrived and they're coming to rescue us. Of course, I have my doubts if you'll live long enough to greet them. Don't you think we should wait here for a while? Ja, ich habe einen schon so weit gespielt und die Soldiers sind nicht unbedingt hier, um uns zu retten, die Soldaten. Aber das ist auch nicht verwunderlich, wenn man ein paar Actionfilme gesehen hat, ist das ja gang und gäbe. Hallo. Ist das ja gang und gäbe, dass die Soldaten nicht immer das Beste für uns im Sinn haben. Zumindest nicht für die beteiligten Wissenschaftler. Sind natürlich gerade meine Leute da gestorben und ich weiß auch nicht wie und ob man das Ding da oben ausstellen kann. Das habe ich schon wieder versagt, die Leute zu retten. Ich habe auch keinen Schalter jetzt gesehen, um das Ding zu deaktivieren. Ich habe das Gefühl, man konnte sie nicht retten. Schade. Ah, Moment. Vielleicht kommt man da oben drüber irgendwie. Was ist das denn für ein Geräusch? Hey, what the hell are you doing down here? Get topside! I hear troops are coming in to save us. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Das sieht aus, als wäre das mal irgendwie so ein Speiseraum gewesen oder sowas. Irgendwie sind da sehr wenig Tische. Aua. Ich muss sagen, die Shotgun ist nicht sonderlich effektiv. Und ich finde es interessant, dass der Zombie mich da ignoriert hat. Ein paar HP hat mich das jetzt gekostet, aber da hinten war ja eine Hellstation. Kommt man aber auch nicht durch. Oh, was ist das denn? Ein kleiner Schacht. Mal gucken, wo führt der hin. Okay. Ah, da ist ein kleiner Spalt drin. Wollen wir mal gucken, wo uns das hier hinführt. Ich habe keine Ahnung. Ah, das ist der Weg, den ich gerade gesehen habe. Okay. Kommen die überall in die Wände und warum sind die Wände so baufällig? Ich habe das Gefühl, hier ist noch mehr im Argen mit dem ganzen Komplex. Ah, so kommt man in den Raum hier rein. Aha. Das Rätsel wäre hiermit gelöst. Aber ich habe ursprünglich gedacht, dass der Gang da oben dazu da ist, irgendwie da hinten die das Geschütz auszuschalten, aber naja, ich habe ja immer noch den Verdacht gehabt, dass man da irgendwie Leute retten könnte. Das scheint ihm wohl nicht so zu sein. Heute nicht. Was
kann man jetzt mit den Fässern hier machen. Hier geblieben. Hier kommt man auch links hoch mit den Dingern. Wow, mein Leben sieht kritisch aus. Gut, da geht's nicht durch. Sie mich ignorieren, irritiert mich noch etwas. Aber mit meiner aktuellen HP finde ich das gar nicht mal so schlecht. Eine Kaffeemaschine, nicht schlecht. So, wollen wir uns aber eben voll heilen hier. Oder zumindest so weit wie wir können. Ja, das war ja nicht so viel. Ja, mal gucken, was uns hier erwartet. Blutspuren. Okay. Da kommt man scheinbar auch noch irgendwie hinter. Schön, wie viele Spiele, wie viele Secrets die Spiele teilweise noch haben, ne? Die meisten Dinger brauchen scheinbar 4 Schüsse. Gibt's hier noch irgendwas Tolles zu sehen? Jetzt müssen wir mal den Kran hier aktivieren. Dann können wir oben drüber klettern. Also wenn jeder Wissenschaftler alles schon vorher wusste. Und Rechner explodieren. Und es andauernd irgendwelche Schwankungen gibt. Warum genau wurde das Experiment durchgeführt? Naja. Sonst kommen wir hier mit nirgends Tolles hin. Also geht's gleich in die andere Seite. Ah, XP. Okay. Okay, war doch kein Secret, aber der Raum gerade war ja schon ganz schick. Schön viel Muni gesammelt. Konnten uns heilen. So, wo sind wir jetzt hier? Ein paar. Wie heißen die Dinge denn? Barnacle? Meine ich. Also 5 Schüsse. Okay. Ein bisschen Munition. Habe ich gerade Schaden gekriegt? Das sieht noch fast intakt aus, aber es ist tot. Noch so ein Ding, aber ich weiß nicht, warum das hier sein sollte. Kommen da irgendwo. Ich habe mich jetzt extra kriegen lassen, weil ich gucken wollte, ob man irgendwo hochkommt damit, aber. Nee, ist nicht der Fall. Da kommt man auch nirgends mit hoch. Oh, einen Schlag brauchen die nur. Na gut. Das ist ja auch nicht schlecht.
Da ist nichts. Dann geht's hier weiter. Wie so ein Spotlight. Die Kamera, wie das Licht herum. Rumspringt ist manchmal auch schon lustig. So. Auch interessant unter Linux, wenn man läuft und im Ladescreen die Taste loslässt, auch wenn er nur so kurz ist, geht H5.1 davon aus, dass die Taste weiter gedrückt wird. Deswegen laufe ich manchmal nach dem Ladescreen stumpf weiter. Für einen kurzen Moment. Yes. Have I been that much of a burden? Noch nicht, aber das kann ja noch werden, ne? Don't count on the cavalry finding us down here. Head for the surface. Elevators are out of order, but we can still climb. Ja, jetzt geht's ja ein bisschen weiter nach oben. Mal gucken. Hopp. Ich finde Schüsse für gebraucht. Hey, hey, hey. So, wunderbar. Dr. Van Guren, Diplomatic Relations. Aha. Oh. Zwei Hellskids, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ah, krieg ich mal wohl wieder nicht kaputt. Ah, okay. Noch Granaten, die ich bislang eh nicht benutze. Nur einmal zum Test, aber macht ja nichts. Oh! Der werte Herr G-Man wieder. Schönen guten Tag. Da geht er hin. Ja, das Containment System hat ist fehlgeschlagen. Ja. Du hast Sorgen. Gut. Was ist denn das? Ein Übergang nur für einen Automaten? Das ist aber auch. Man hätte den Automaten auch statt der Tür und damit Gelder, aber gut, ist auch egal. Kommt ein Fahrstuhl runter? Nein. Oh, da hängt noch einer. Ich speichere mal kurz. Nicht, dass ich jetzt gleich runterfalle. Halt dich fest! Halt dich fest! Ich komme! Oh nein. Aber hier könnte ich die anderen wieder nicht mitnehmen. Ich frage mich, warum man die hinter sich herlaufen lassen kann. Da sind ja nirgends irgendwelche Retina-Scanner oder sowas. Das wird doch einen Grund haben. So. Box ihn! Oh nein, er ist durch die Tripwire Mine da gelaufen. Okay, so kommt man hier nicht rein. Ah, das erste Mal ein Automat, mit dem ich meinen Anzug aufladen kann. Sehr schön. Ah. Okay. Da muss ich wohl durchlaufen, oder? Ich speichere sie ganz selber nochmal, weil ich jetzt keine Ahnung habe, was mich erwartet und dafür gibt es den Knopf doch. Okay.
Oh, ein Soldat, der gestorben ist. Interessant. Ah, Granaten sind gut gegen Turrets. Sehr schön. Sehr gut. Ja, Granaten sind bestimmt auch gut gegen Tripwire Mines. Oh, die Schmeißphysik. Ein Traum. Sie werden unsichtbar, wenn sie sterben. Das ist mir bis jetzt gar nicht aufgefallen. Okay, da ist auch noch Munition hinter. Irgendwie kommt man da sicherlich auch hin. Die Frage ist nur, wie. Oh, hier ist ein Tür. Okay, doch nicht. Scheinbar über die Lüftungsrohre. Da sehen aus, als könnte man die kaputt machen. Aber ich habe keine Ahnung, wie man da. Okay. Dann gehen wir erstmal weiter. Okay. Ah! Okay, so. Damit habe ich nicht gerechnet. Dann machen wir sie doch kaputt. Ich habe gedacht, ich bräuchte sie nicht auslösen. Ist da irgendwie weiter? Scheinbar nicht. Noch zwei. Warten wir kurz, bis die Tür zu ist. Ah ja, schießt nur. Die sehen mich, wo die Tür zu ist? Nee, doch nicht. Oh, mit Bounce-Rad wechsle ich die auch. Ah, gut. Oh, Red Floor. Okay. Ah, das wollte ich ursprünglich vermeiden. Oh, das war ein bisschen weiter als gedacht. 5 Granaten haben wir noch. Oh nein. Jetzt ist die Tür zu, das ist natürlich ungünstig. Krieg ich mal die wieder auf? Oh ja. Oh. Guten Tag, der Herr. Mit meiner Leistung zufrieden? Hat wohl kein Problem mit Schüssen. Ich glaube, der gute Herr ist tot.
der für ein Helm? Eieiei. Okay. Search and destroy force Bravo. Report secondary objective terminated. Search and destroy. Ja, okay. Das erklärt einiges. Na gut, ich mache dann hier erstmal wieder eine Pause. Halbe Stunde Aufnahme ist um. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Gucken. Bla, bis Part 3. Tschüss.